Gucken wir mal, hier muss doch irgendwo noch einer sein. Wo ist denn der? Ich guck schon mit dem Kopf so hinterher. Also hier bin ich ja im Dunkeln, hier kann mich ja keiner sehen. Den kann ich so ausschalten. Hier liegt wieder was. Glänzender Schlüssel. Okay. Den müsste ich auch theoretisch gar nicht ausschalten. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, das sind alles Nazis, die müssen alle sterben. Aber ich kann hier auch weiter rumschleichen. Da hinten ist noch was. Lalalala, lalalala. Wir haben ja Zeit. Es ist nicht so, dass ich irgendwie hier jetzt sonderlich... Okay. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Da muss ich nochmal rumschleichen. Weil hier sieht er mich nicht. Aber auf der anderen Seite sieht er mich. So, und wehe, du Sack, bewegst dich, wenn ich da am Rumschleichen bin. Da ist nämlich die Sicherung, glaube ich. Das Leuchten da. Das heißt, ich kann das Licht da ausmachen. Dann würde der mich nicht sehen, wenn ich da zu dem Radio hingehe. Siehst du? Zack. Sicherung kaputt. Und der denkt sich, oh nö, pff, egal. Ist nur eine Sicherung. Die gehen hier laufend kaputt. Das ist quasi, weiß nicht. Keine deutsche Wertarbeit. Wir haben einfach irgendwelche Leute aus dem Ausland geholt. Irgendeine Fremdfirma haben wir engagiert. Und die hat uns hier die Technik gebastelt. Deswegen geht das alles kaputt. Hätten das mal die Deutschen gemacht. Also wirklich. Und das liefert dann quasi den Nazis hier den Grund, warum sie überhaupt sagen, ah, alle sind scheiße. Wow. Nein! Verdammt nochmal! Das gibt's ja nicht! Wieso? Wieso? Ich stand doch hinter ihm! Es wurde so pink! Und es leuchtete auf! Maus! Klick! 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 Ich stand wohl nicht direkt hinter ihm. Dann laden wir mal... Na, nö! Jetzt wieder von vorn. Sag mal, echt jetzt hier. Quicksave-mäßig ist das aber voll für den Arsch. Habe ich jetzt 7 Kugeln? Ich habe wahrscheinlich gar keine Kugel. Naja, egal. Dann wiederholen wir das nochmal. Wird bestimmt keinem langweilig, dass ich da hinten den Eiffelturm betrachte. Was für eine Aussicht. Klick. Ja, Alter. Mädel, du kannst ihm doch nicht in den Arsch stechen. Oder wohin hast du ihn gestochen? Oder hast du ihm in die Eier gestochen? Also, kann ja wohl nicht angehen hier. Der trägt auch noch so eine coole Sonnenbrille. So. Sammlerstück. Jetzt kann ich wieder hochleveln, oder? Muss ich jetzt nochmal... Ja, ich muss jetzt nochmal leveln. Schleichen. So, fertig. Leiter hochklettern. Schade, dass man ihren... Naja, egal. Ja, das weiß ich. Aber ich habe doch keinen zweiten freigeschaltet, Leute. Also ich kann das Radio ausschalten, um den abzulenken. Hüp. Hüp. So. Ich kann jetzt... Ich könnte auf die Ölpfütze schießen, um die Gegner in Brand zu stecken. Medikit Morphium. So, jetzt kann ich auch Leute betäuben. Okay. Hallo? Könnte ich den auch mal umbringen? Warum kann ich den nicht umbringen? Warum benutzt sie das Messer nicht? Was soll denn das? Dann steht sie einfach da und lässt sich erschießen. Ping, ping! Ja. Also jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr auf rumschleichen. Jetzt will ich Leute abknallen. Hallo, Waffe. Ah, mittlere Maustaste. Kamm. So. Kamm. So, kein Bock mehr auf Schleichen, Leute. Echt jetzt? Kann ja wohl nicht angehen, dass ich den Kram hier 20 Mal spielen muss, um den Müll endlich zu schaffen. Ja, kurz mal klettern, Sammlerstück ansehen, bla 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 bla. Escape, finde Schnitzel in Charakter, Enter, nein, nicht Morphium, hier, so, fertig. Und ab jetzt machen wir es ganz still und heimlich. Ab jetzt bringe ich keinen mehr um. Doch, ich bringe die Leute um, aber ich bringe sie so um, dass es keiner merkt. Hüp. Und hüp.
Während die beiden sich da unterhalten, kann ich nichts machen. Und hier muss ich rumschleichen, weil mich sonst der Typ daneben hört. Medikit nehmen und Morphium nehmen. So. Ja, ja, ich weiß. Die Franzosen. Das sind alles Memmen. Ich glaube, da hinten zur Kathedrale muss ich. Die sehen mich ja nicht, weil die sich da fleißig unterhalten. Ja, ist ja gut. Nehmen wir das Sammlerstück noch mit. Schleichen mal kurz hier hin, damit wir den überwältigen können. So, hinter der Tonne dürfte der mich doch eigentlich nicht sehen. So, dann warten wir mal. Wenn es ernst wird, mittlere Maustaste drücken, weil die Dame sonst nicht schießen kann. Also man kann zwar mit dem Mausrad auswählen, aber sie geht ja immer in den Zielmodus vom Schleichmodus. Wie ist das eigentlich mit dem Messer? Okay. Gut. Ja. Genau, du machst jetzt deinen Rundgang weiter. Hoffentlich endlich. Ich weiß auch nicht, das Spiel ist irgendwie leiser. Ich musste es eben leiser stellen, aber komischerweise ist es jetzt viel zu leise. Ich weiß auch nicht. So. Wie kann der mich denn da bitte sehen? Penner. Der hätte mich niemals sehen können. So, mal sehen. Wo ist der andere? Headshot. So. Attacke? Was geht denn hier ab? Okay, hier leuchte ich pink. Wie benutze ich nochmal das Medikit? Ich muss mal eben kurz gucken. Optionen? Steuerung? Bla bla bla. Steuerung anpassen? Morphin benutzen ist O. Nee, 0. Und Gasmaske ist G. Rennen, Zielmodus, vorherige Waffe, bla bla bla. Hä? Wie kann ich denn das Medikit benutzen? Oder hat sie das schon automatisch benutzt? Oder muss ich dazu... Dazu muss ich wahrscheinlich zum Medikit hingehen. So, der kann mich nicht sehen. Hier ist ja Schatten. Obwohl der zielgerichtet auf mich zuläuft. Ja, tot. Super. Okay, jetzt werde ich Shooter-maniermäßig alle abknallen. So. Das habt ihr jetzt davon. Und dieser zugegebenermaßen echt ein klein wenig miesen KI. So, immerhin habe ich ja wieder Munition. Das heißt einmal... Den abknallen und einmal den da abknallen. Na? Stirbst du wohl? Sterb doch endlich. Alter. Da brauche ich meine ganze Munition an dem einen Penner. Das lief bei der letzten Runde besser. Da hinten muss ich, glaube ich, hin. So, kurz mal hochklettern. So, jetzt in den Schleichmodus gehen und okay, jetzt kommt der Typ da tatsächlich raus. Ach ja, ich kann ja noch, hier, zack, fertig. So. Mist, ich habe keine freie Schussbahn. Das heißt, ich muss tatsächlich hier rumschleichen. Ich hätte beim ersten Mal den Typen da vorne sofort ausschalten müssen. Und von hier oben kann man die nicht erwischen, oder? Wobei, ich glaube, dann merken die das auch. Also ich könnte hier echt einen Quick-Save und Quick-Load gebrauchen. Wo man im Endeffekt immer zwischendurch speichern kann, weil Checkpoints scheint es hier nicht zu geben. Es wäre nämlich praktisch... Ah, Gesundheit voll. Ja. Es wäre nämlich äußerst praktisch... Also hierdurch kann ich die beiden sehen. Es wäre nämlich äußerst praktisch, wenn ich im Endeffekt hier Quicksave und Quickload mäßig einfach so die Szenen, so wie man es bei Dishonored halt gemacht hat. Dass man nicht ständig dasselbe machen muss. Weil das ist das, was so ein bisschen nervt hier dran. Dass man ständig dasselbe macht. Und vor allen Dingen, ich glaube, wenn ich mich hier hinstelle, sieht er mich nicht. Wenn ich bei der Tonne stehe, sieht er mich. Oder ist hier Schatten? Nö, hier ist kein Schatten. Der Schatten reicht nicht aus.
Also, die Spielentwickler wollen scheinbar, dass man hier mit der Waffe auf diese Pfütze schießt. Also ich habe eine schallgedämpfte Waffe. Das heißt, der andere dürfte eigentlich gar nicht herkommen, weil der im Endeffekt gar nicht checkt, dass hier die Pfütze... Also ich gehe jetzt nochmal in Schatten hier. So. Raus aus dieser Ansicht. Damit wir sehen können, wo der ist. So. Das heißt, jetzt geht man hier hin und schießt auf die Pfütze. Das war jetzt natürlich nicht so gut, weil der andere jetzt kommt und mich sucht. So. Der guckt jetzt. Aha, ja, der hat schöne Schuhe. Ich glaube, die sollte ich klauen. Ah, er geht in die andere Richtung. Er guckt jetzt nicht bei den Tonnen, so wie vorher. Doch, er guckt auch bei den Tonnen. Alter, das artet hier so ein bisschen aus. Toll, ich bin schon wieder tot. Na, irgendwie bin ich jetzt gerade ein klein wenig genervt von diesem Level, der doch eigentlich recht simpel sein sollte. Ja, schnell laden. Hüp. So, jetzt spielen wir es doch wieder mal im Schleichmodus, weil ich habe keinen Bock, jetzt meine ganze Munition, die ich hier habe, zu verschwenden. So, kurz warten. Der dreht um, der geht zurück. Weil die KI ist so ein bisschen besser könnte sie schon sein. So, der geht jetzt dahin und klick. Na endlich, jetzt haben wir ihm nicht den Sack aufgeschlitzt. So. Sammlerstück nehmen. Und einmal hochklettern. So, Charakter, schleichen, fertig. Ja, wissen wir ja nicht schon seit... Ich spiele jetzt seit 20 Minuten an diesem Kack-Level. Das kann ja wohl nicht angehen, Leute. Also, ich mache jetzt diese Folge so lang, bis ich diesen Level schaffe. Weil das... Nee, das kann ich euch ja nicht antun, dass ich hier so eine ewig lange, langweilige, sich wiederholende Mission die ganze Zeit spiele, ohne wirklich was zu erreichen. Also mal sehen. Ich kann mich hier verstecken, um den Typen an der Pfütze. Weil kaum schieße ich, schon hören alle mein schallgedämpftes Pistölchen. Und das ist nicht so gut. So. Was der da für einen Scheiß labert. Ja, wie auch immer. Ich trinke hier kurz mal einen Schluck in dieser Ecke. Weil es hier im Raum so luftige 28 Grad sind. Ich habe hier zwar einen Ventilator, der hier so ein bisschen für Wind sorgt, aber naja, es geht besser. Ich könnte auch Morphium benutzen, um hier ein bisschen langsamer quasi durch die Gegend zu schleichen. Beziehungsweise mich schneller bewegen zu können. So sollte das gehen. Einmal schön Rückgrat durchtrennen und wegschleifen, den Kollegen. Sein Freund ist er sowieso woanders. Ist eigentlich auch schon beim ersten Mal laufen sollen. Damit das hier keine Marathonfolge wird. So, der tanzt einen schönen Limbo. Er hat auch aufgehört zu zucken, endlich. So. Das weitere Vorgehen... ist recht einfach, hier die Sicherung ausmachen. Klick. Dann kann ich zum Radio schleichen. Das Radio ausmachen. Und dann geht er nämlich zum Radio hin. Theoretisch könnte ich dann vom Radio aus hinter ihm entlang schleichen. Oder ich lasse es bleiben.
Weil ich weiß nicht, wie lang der... Ah, hier ist schon wieder so eine Pfütze. Das heißt, das wäre der nächste... Ah, der macht das einfach nur wieder an. Das ist der nächste Pfützenkill quasi. Aber stattdessen... bringe ich einfach mal seinen Kollegen erstmal um, der da Wache schiebt. Den hier. Oh. Glänzenden Schlüssel nehmen. Zack. So. Droppen wir dich hier mal im Schatten. So, den könnten wir jetzt eigentlich auch schon... So. Was ist das denn für eine Melodie? Wie gibt's doch sonst keine Gegner? Ich müsste jetzt in diesem Bereich alle Gegner ausgeschaltet haben. Ah, das Getingel ist wieder weg. Ich höre hier doch noch einen Husten. Ich glaube, ich muss den auch noch irgendwo beiseite schaffen. Hier ist Schatten. Hier können wir ihn hinlegen. Hier so in die Ecke. So, wollen wir uns mal ein bisschen umdrehen? So, nein, nein. So, schön in die Wand rein mit dir. Mist. Durch das Clipping lässt er sich leider nicht ganz in die Wand legen, aber naja, nicht so schlimm. Ich mag kein Radio, bäh. Radio böse. So. Jetzt gucken wir erstmal durch Schlüsselloch. Da sind ein paar Gasflaschen. Hier ist sonst nichts. Aber was ist, wenn ich da weitergehe, wo ich den erledigt habe, diesen Wachsoldaten? Da muss ja irgendwas sein, oder? Oder ist hier nichts? Mal gucken. Weil da geht's doch... Nein, da ist eine undurchdringliche Stachelmauer. Ah, und hier könnten wir ansonsten rüberklettern. Okay. Ja, hier gibt's sonst nichts. Ich dachte, hier gibt's jetzt irgendwie noch einen Sammelgegenstand, aber nein. Das haben sie jetzt nicht versteckt hier sonst noch. Na, dann gucken wir mal, was hinter der Tür ist. So, wieder Schleichmodus. Tür aufgeschlossen.